Hey Leute und damit herzlich willkommen zum Finale von The Jiggies of Time. Es geht wieder weiter hier in unserem Banjo-Kazooie-Hack und ja, wir sind heute hier im Finale angekommen und ich freue mich drauf, hier dieses grandiose Spiel zu beenden. Ein bisschen traurig bin ich auch, aber wir haben lange genug hier unsere Zeit rein investiert und haben tatsächlich auch die 100% erreicht. Was soll man dazu sagen? Ich habe auch 100 Eier. Ich habe 79, 80 rote Federn. Damit sind wir damit auch completed. Wir müssten eigentlich nochmal auf den anderen Arm drauf klettern, ne? Ich weiß gar nicht, welcher war denn das? Da haben wir irgendwo noch einen Mumbo-Schädel. Jetzt nochmal schön abstürzen. Ja, da ist er. Damit haben wir 5 Stück, glaube ich. Und ich sage jetzt einfach mal, die Mumbo-Schädel sind auch auf 100%. Obwohl ich da schon denke, dass da ein paar noch fehlen. Bin mir da nicht ganz so sicher. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr denkt, da fehlen noch ein paar Mumbo-Schädel. Wahrscheinlich schon. Aber Leute, hier geht's jetzt ins Finale. Gegen Grundy werden wir jetzt uns beweisen. Ich bin gespannt, wie der Bossfight abläuft. Let's go. Ah, hier muss man nochmal Puzzleteile ausgeben. Ah, verstehe. Wie viele denn? 20. Also, es geht auch gar nicht so leicht. Man hätte tatsächlich ordentlich Puzzleteile gebraucht, um hier ins finale Level zu kommen. Aber wir haben es geschafft. Aber wir haben genug. Wir haben genug Puzzleteile, um das finale Tor zu öffnen, liebe Hexe. King of Hyrule. Ich poliere dir die Fresse, Hexe. Ich hoffe es zumindest. So, das muss ich alles nicht einsammeln. Wir haben genug. Ja, die Musik ist auch cool. Die da im Hintergrund noch abgespielt wird. Oh, es geht hier sogar noch weiter. Ein paar letzte Gegner. Wow, ich kriege hier echt nochmal auf den Sack. Ja, natürlich. Wir brauchen nur noch den grandiosen Aufstieg. Im Turm des Dämonenkönigs. Ohne den machen wir gar nichts. Vielleicht kommen auch noch so Battles auf jeder Etage. Das müssen wir mal sehen. Ja gut. Du zählst für mich jetzt nicht als Battle. Aber die Musik ist schon ziemlich geil. Die hätte ruhig noch ein bisschen lauter sein können und der Donner ein bisschen leiser. Hätte ich ein bisschen mehr gefühlt. Du. Aber ja, hier geht's ins Finale, Leute. Tschüssi, mein Freund. Und auch du, tschüssi. Manchmal pralle ich an denen so ab und mach keinen Schaden. Warum auch immer. Und weiter geht's. Geil. Schön, dass sie den Aufstieg noch mit reingebracht haben. Auch wenn wir hier in dem Spiel keine Siegel brechen mussten, so mussten wir ja die Türen brechen. Die Türen, die verschlossen wurden durch die Puzzleteile. Und sind wir jetzt hier im Finale angekommen? Nee, immer noch nicht. Es geht noch weiter. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass hier noch so ein Heidensaufstieg uns erwartet. Aber ich glaube, da oben ist dann doch das Finale jetzt gekommen. Diese Tür sieht zumindest so prächtig aus. Ach, der Kessel. Okay. Ich bin gespannt. Was passiert jetzt? Oh, ich kann mich hier sogar nochmal vollständig aufladen. Was ist das Kessel? Dingbot. King of Hyrule. Juhu, King! Lass mich, dass ich nicht lache. Grundhilde hatte ich unter ihre Fittiche genommen. Boah, wartest du? Greif sie an, du dummer Pott. Sorry, ich habe keine Attack-Animation.
Okay. Also der King Pot, der möchte uns helfen gegen den Kampf von Groundy. Wir sollen in ihn reinjumpen und er wird uns nach oben feuern. Und dann können wir der Hexe in den Arsch treten. Okay, let's go. Let's find a new adventure. Okay, wir könnten uns hier nochmal auf 100% quasi hoch leveln, was rote Federn und Eier angeht, aber wir sind natürlich auf 100%. Dementsprechend rein in den Pott und ab ins Finale, Leute. Ich bin gespannt, wie der Kampf abläuft. Okay, jetzt geht's los. Da ist er. Du Loser, Loser. Du hast gecheatet. Okay, der Bossfight geht los. Ich habe keine Ahnung, was wir machen müssen. Okay, da kommt sie angeflogen. Muss ich sie mit Eiern abschießen? Vielleicht goldene Federn? Auch nicht. Okay, das hat alles nichts gebracht, glaube ich. Also auf jeden Fall erstmal ausweichen. Dann bleibt die so komisch stehen. Das habe ich jetzt schon gemerkt. Okay, Eier. Jetzt schießt du Feuerbälle. Okay, ausweichen. Ausweichen. Jetzt muss ich schon dreimal ausweichen. Und danach reinballern. Jawohl. Okay, jetzt kommt. Okay. Ja, wie soll ich dem jetzt ausweichen? Alter. Wie komme ich denn da hin? Nee. Jo, okay. Jetzt geht's woanders hin, ne? Warum sind hier so viele rote Federn? So, ich warte nochmal, bis er angreift. Natürlich. Was? Nein! Ah, wie dumm. Okay. Shit. Ja, das war jetzt doof. Okay, warte, warte, warte. Ich hole mir ein paar Eier. Ja, rote Federn, keine Ahnung, wofür ich die roten Federn brauche. Das habe ich jetzt nicht so verstanden. So, nochmal rein da, let's go. Zweite Phase. Zweite Runde. Also ich denke mal, wir haben sie erstmal so an sich verstanden. Die hat verschiedene Phasen. Erste Phase ist relativ simpel. Zweite Phase muss man halt echt aufpassen, dass man da... Ah, nur die Kamera geht schon wieder voll auf den Sack. Boah, jawohl, richtig gut getroffen. Boah, direkt in die zweite Phase reingeschossen. Natürlich. Hä? Oh, doch nicht. Ich dachte schon. Okay, jetzt aber, oder? Ja. Menno. Mann, diese Lava. Diese kleine Lava da. Shit.
Okay. Gott. Okay, ich sollte vielleicht mit goldenen Federn arbeiten. Okay, erwischt. No, no, no. Okay, es geht weiter. Shit. Ja, da komme ich nicht hoch. Boah, warum macht die denn so ein Dauerfeuer? Okay. Jo, geil. Jetzt hab ich die Schaden. Okay, jetzt muss ich selber fliegen. Ich hätte noch ein Leben einsammeln können, ne? Okay. Jetzt muss ich sie anrampeln. Ha, erwischt. Gott, wo ist sie denn? Okay, dafür brauchen wir die Federn auf jeden Fall. Wo ist sie? Bleib stehen! Jawoll! Dauerfeuer! Was? Was ist das denn für ein Scheiß? Ach komm, come on! Ganz ehrlich! Oh Mann! Also ich muss sogar richtig aufpassen, wohin ich ziele. Das ist ja bescheuert. Sorry, aber... Das ist schon doof. Okay, mit den goldenen Federn sollte ich mich auf jeden Fall gegen den einen Angriff immer schützen. Ansonsten komme ich eigentlich ganz gut klar, denke ich. Ja, es geht. Es geht. Man muss halt erstmal nur wissen, was sie macht und wie man sie bekämpft. Und ich darf halt nicht meinen Angriff, den Flugangriff nicht einfach so random abfeuern. Das sollte ich nicht machen. Okay, Leute, jetzt aber. Ja. Jetzt. Dauerfeuer. Dü-dü-dü-dü. Okay. Ich hätte noch ein bisschen warten können. Ach, feuert die jetzt schon? Hey, jetzt komischerweise fängt die schon an mit Feuern. Das ist ganz komisch. So, warte. Herzchen einsammeln, wir sind wieder full life. So. Ja, natürlich. Die geile Mucke, ey. Nein! Auch eine goldene Feder habe ich eingesackt. Oh oh. Oh, die respawnen die goldenen Federn. Wie gut. So, jetzt aber. Noch einmal ausweichen. So, erwischt. Natürlich. Okay, einmal ausweichen. Und jetzt Dauerfeuer. So. Phase überlebt. Ausgewichen. Irgendwo kommt jetzt ein Leben angeflogen. Das habe ich jetzt auch schon gemerkt. Genau. Immer wenn man eine Phase geschafft hat, kommt so ein Leben angeflogen. Und jetzt muss ich aufpassen. Aufpassen. Aufpassen, dass ich nicht daneben schieße. Und aufpassen, dass ich nicht getroffen werde vom Feuerball. Bitte, Hose.
Oh, okay. Man kann schon daneben fliegen, man darf nur nicht zu weit daneben fliegen, glaube ich. Okay, voll auf den Kopf. Boah, die Kamera wieder, ne? Ekelhaft. Jawohl. Treffer Nummer 2. Ich weiß nicht, wie oft ich sie treffen muss. Ich hoffe nur 3-mal. Das wäre natürlich wahnsinnig gut. Oh, das war so knapp schon wieder. Oh. Mann, man kann auch so schlecht zielen damit. Nein! Schon wieder! Oh Mann! Ganz ehrlich, dieses Zielen damit, das ist so eklig. Okay, jetzt verstehe ich, warum man die Leben braucht. Aber das ist der einzige Sinn, glaube ich, dahinter. Okay, okay, okay. Ja, Leute, die Flugmanöver, die bringen mich um. Das ist aber auch das Einzige. Mit dem Rest komme ich easy klar. Aber die Flugmanöver, dass du da halt so übelst daneben ballern kannst und dann einfach in den Abgrund stürzt, das ist eigentlich das Schlimmste an der Sache. Ansonsten easy. So, sollte ja ausreichen, oder? Guck mal. Mal sehen, wie schnell ich jetzt in die Phase 3 komme. Weil ganz ehrlich, eigentlich ist sie nicht schwer. Wenn du genau weißt, was du machen musst, no problemo. So, sind wir doch schon Phase 3, oder? Ne, einmal will sie noch. Okay. Shit. Ich dachte, wir sind schon Phase 3. Das war jetzt meine Schuld. Aber jetzt. Shit. Ach, Mann. Okay, war meine Schuld, war meine Schuld. So, wo kommt's Leben? Da kommt irgendwas Leben angeflogen. Da ist es. Zack, das nehmen wir uns mit. Und jetzt geht's in die Luft. Jetzt kommt der Part, wo ich immer verkacke bis jetzt. Ich muss einfach besser aufpassen und mir hundertprozentig sicher sein, wenn ich ziele. Ja, 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 ja. Mann! Vielleicht sollte ich eher von unten nach oben angreifen. Vielleicht ist das auch der Trick dabei. Mann, warum ist das auch so doof gemacht, ganz ehrlich? Alles easy, bis auf der letzte Part. Habt ihr damit auch die meisten Probleme gehabt, die Leute, die das Spiel kennen? Mit dem letzten Part, dass da einfach dieses Fliegen immer daneben geht? Weil mit dem Rest komme ich easy klar. Die ganzen anderen Phasen sind so leicht. So. Easy, Phase beendet. Los, mach dein Spell. Abgeblockt. Kumpel. Natürlich. Ja, das ist aber meine eigene Schuld gewesen, ganz ehrlich. Bin ein bisschen zu früh losgeflogen. So. Jetzt warte ich kurz. Und jetzt hinterher. Dann passt das auch. Nein!
Okay, kurz warten. Okay, Leute, jetzt habe ich den Murin. Wir werden es jetzt schaffen. So, jetzt kommt erstmal wieder der. Abgeblockt. Dann warte ich auf mein Leben. Guck mal, das Leben ist komplett sinnlos. Weißt du, ich sterbe eh immer nur, weil ich daneben fliege. Dementsprechend ist mir das jetzt auch egal. So. Ich muss mir jetzt hier mal eine gute Angriffsposition suchen. Ich muss wirklich am besten immer hinter ihr sein. Ich denke, das ist die beste Methode. So, wo ist sie denn? Hallo? Hexe? Sie ist weg. Sie ist schneller als ich. Okay, einmal getroffen. Schön. So muss das sein. Wo kommt der Feuerball denn her? Jo, geil. Zweiter Treffer. Oh, ich hoffe, ich brauche nur drei Treffer. Ich war schon so nah, so oft nah dran. Sag mal, willst du mich verarschen? Das war doch... Das kann doch nicht dein Ernst sein. Mensch! Leute, komm, das war doch ein Treffer, oder? Das war so knapp an ihrem Bobs vorbei. Und da möchte ich nicht mal drinnen sein. Das wird nochmal so ein richtiger Überlänge-Part, ganz ehrlich. Ist das nervig. Shit. Aber ihr merkt ja, ich komme super mit den ersten zwei Phasen klar. Wir sind kein Problem. Ich hoffe halt, das ist die letzte Phase. Und danach ist vorbei. Vielleicht kommt danach aber auch noch eine noch schwierigere Phase. I don't know. Ich hoffe nicht. So. Zack, hier hoch. Hier einen Angriff, abwehren. Dann fliegt sie dahin. Dann kriegt sie auf den Sack. Dann warten wir kurz ab. Fliegen auf die nächste Position. So, greifen an. Zack, jetzt fliegst du auf die nächste Position. Shit. So, und noch einmal. Nein! Okay, Leute, da bin ich wieder. Ich bin jetzt mal direkt hier in der Phase, wo wir fliegen müssen. Und hoffe, dass wir sie diesmal auf die Ketten kriegen, die blöde Hexe. Jawohl, das war Treffer 1. Mist, das kam mir eigentlich nach einer guten Angriffsart gerade vor. Aber nö. Okay. Da könnten wir uns noch ein Leben einsacken. Könnten, mach ich nicht. Können wir auch später noch. Jo, geil, Treffer 2. Ich hoffe, die braucht nur 4 Treffer. Ich hoffe, dann ist vorbei. Mist, jetzt hätte ich eigentlich angreifen müssen. Das wäre eine gute Situation gewesen. Jo, Treffer 3. Einmal noch, komm. Das kriegen wir hin. Die ballert gerade aus allen Rohren. Mann. Jetzt aber, komm. Jo, Treffer 4. Oh Mann, wie viele hält die aus? Okay, so weit waren wir aber noch nie. Okay, was?
Was? Ein Special Schild? Aha, wie mache ich das weg? Wow. Gott, jetzt kommen noch irgendwelche Jinjos. So, ich soll jetzt die Jinjos retten und dann geht das Schild weg oder wie? Wie? Hä? Wie rette ich die? Gute Frage, ne? Mit Eiern vielleicht? Oh ja, ich glaube, ich muss Eier... Ich muss da Eier reinschießen, ne? Und dann geht's Schild weg? Shit, ey. Ey, das waren doch nur... drei Statuen. Was? Was muss ich machen? Okay, ich muss ganz viele. Na, ganz viele Eier müssen da rein. Yay! Jetzt wird das Schild geschwächt, oder wie? Jinjo! Okay, ich muss die goldenen Federn mehr einsetzen. Ist jetzt das Schild ist bestimmt weg jetzt, oder? Okay, was jetzt? Ah, da ist auch eine. Okay, jetzt Feuer. Nein! Komm, jetzt geht er rein! Baller die weg! Oh. My Broomstick failed! Und jetzt sind wir in der letzten Runde, oder was? Ja, und was soll ich jetzt machen? Wer übertreibt? Was ist denn jetzt mit ihr? I am the mighty Jinjo, activate me! Ja. Ja, genau. Was ist denn mit der? Alter, jetzt bin ich echt deswegen gestorben. Okay, ich habe zu spät gecheckt, was los war. Okay, Leute, wir sind wieder in der Schildphase. Wir müssen das jetzt irgendwie auf die Ketten kriegen. Die wird jetzt schön weiter nach mir ballern. Dann tauchen gleich die Jinjos auf. So. Und wie wir ja alle wissen, brauchen die schöne Eier. Beim letzten Mal hat es leider nicht ganz so gut geklappt. Die macht hier halt ein Dauerfeuer, ne? So. Auf jeden Fall muss ich mal ein bisschen vorsichtiger sein, was das alles angeht. Jinjo! Bam in your face! So. Die berechnet halt, wohin ich laufe, ne? Das ist schon krass. Shit, ey. So, ein Ei schießen, rein da. Okay.
Zack. Zack. Mr. Jinjo. Let's go. Ein Ei. Komm schon. Danke. Und. Man muss den aber auch ganz genau treffen, gell? Ist unglaublich. So. Und der letzte. Und damit sind wir jetzt in der fünften Phase angekommen, Leute. Und irgendwo ist noch ein Leben gelandet. Da. Das Blöde ist, die macht jetzt halt echt so ein Dauerfeuer, ne? Und ich muss jetzt einfach nach links und rechts rennen. Weil die berechnet halt immer, wohin ich renne. So, das blocken wir immer schon mit der Feder ab. Und hier kommt jetzt Big Jinjo. Und den müssen wir jetzt so gut wie möglich... Ich hänge da voll in der Lava fest, ne? Was mache ich denn da? Wieder weg. Alter. Den muss ich jeweils von hinten und von vorne jeweils... Also das Cleverste ist wirklich einfach immer nur zu machen, wenn die diesen Spell macht. Okay, vorne Hammer. Links, rechts, links, rechts. Abblocken. Ich muss auch langsam Eier sparen, ne? So viele haben wir auch nicht mehr. Komm schon. Okay, das Tor haben wir auch geschlossen. Alter. Geht mir das auf den Senkel? Die ist einfach nur ein Brezler. Und es wird halt auch nicht besser. Wegen der blöden Kameraansicht halt wieder, ne? Also ich kann ja wirklich vieles auf mich schieben, ne? Aber Kameraansicht... ist wirklich Endgegner in dem Game. Okay. Das Tor ist auch zu. Haben wir alle? Nee, auf der anderen Seite ist auch noch eins. Bitte, ey. Das sieht man nicht mal irgendwie. Mach doch bitte deinen Aufladezauber. Ey, ich treffe dieses blöde letzte Tor nicht. Und ich hab... bin gleich tot. Kotzt mich das an! Finale Phase. Die fängt wieder an, hier rum zu eiern. Immer links, rechts. Das ist halt auch schon, wenn man das nicht weiß, ne? Da kriegst du schon so auf den Sack. Na geil. Ich bin König Banjo, erzittere vor meinem Namen. So, links, rechts, so. Jetzt kommt hier Tornado Attack. Den blocken wir einmal ab. Ich mache jetzt den hier als erstes. Ich erwische den nicht, ne? Ich sehe das nicht. Ich finde es auch total genial, dass es einfach so durch die Statue durchballert. Okay, das ging eigentlich ganz gut jetzt.
Okay. Ja, wir haben's. Ich fass es ja nicht. Was ist denn jetzt wieder mit der Kamera los, ey? Shit. Zack. Vor zu, ne? Hui. Soll ich zu? Ich zieh das scheiß Tor noch nicht zu. Ich hasse das Game so. Ich hasse das Game so. Mann. Jetzt ist es zu. Okay, okay. Warum ist dieses Game so scheiße? Okay, 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 okay. Schon ruhig bleiben. Du hast zu, du hast zu. Was soll ich zu? Braucht das 5 Eier? Menno, ich habe nur noch 3 Leben. Okay, aber das hintere Tor ist tatsächlich das leichteste. Weil ich kann kommen sehen, was passiert. Oh Mann. Ja, ja, bitte, lass es vorbei sein. Bitte lass es vorbei sein. Komm schon. Ober Jinjo, kill hin. Geil, er übertreibt's richtig. Finde ich gut. Jetzt kommt Finale. Ja, Jinjinjo! She's gone. Leute, wir haben's. Jetzt kommt, jetzt geht's eigentlich erst richtig los. Jetzt müssen wir noch, der Turm stürzt jetzt ein und jetzt müssen wir nach unten rennen. Und dann geht erst der Kampf gegen Ganon los. So richtig. Oh nein, das sieht gut aus. Sie sieht tot aus. Diese dummen Entwickler. Er kehrt. Sei verflucht, Kurko. Okay, wir werden verflucht, Leute. Wir werden verflucht, das finde ich gut. Nun der fantastische Credit Screen. Und Bungie und Kazooie, stay home. Ah, wir können klettern. Ah, der ist wirklich cool. Guck mal, wir können wieder hochklettern. Game by Kurko. Riding and hacking. Benign? Space Omega 5000. Zone Tagging, Jackson G13. Ey, das ist wirklich geil. Ich kann mir selber aussuchen, wie schnell das geht. Lest euch in aller Ruhe durch, Leute. Ich gehe hier mal in Slow Motion nach unten. Und, ja, ich glaube, das ist auch schon vorbei. War ein geiles Spiel, Leute. War einfach ein geiles Spiel, der... Alter, der Boss, der war jetzt nochmal richtig übel einfach. Hab ich lange dran gedacht. Also ganz ehrlich, ich habe jetzt fast 1,5 Stunden dran gesessen. Mit Schnitt jetzt wahrscheinlich, den ihr öfter gesehen habt. Habe ich 1,5 Stunden an dem Boss jetzt gesessen. Hat ein Weilchen gedauert. Also die war übel, die war übel, die Kronhilda. So, Leute.
Ich bedanke mich für euer wundervolles Mitwirken bei diesem Game, für diese tolle Unterstützung und eure Kommentare, eure Daumen nach oben und dass ihr mitgeschaut habt. Wir sacken jetzt das Triforce ein, sehen uns in einem neuen Projekt wieder, was dann sein wird, Twilight Princess Randomizer Nummer 2. Und ich hoffe, ihr seid damit am Start. Das startet natürlich morgen mit Ende dieses Projekts. Und wir werden auf jeden Fall noch weitere Kuroko-Mods spielen. Vielleicht auch mal Banjo-Kazooie Grunhildas Mask, heißt es, glaube ich. Quasi der Hack von Majora's Mask mit Banjo-Kazooie. Und wenn ihr das sehen wollt, gerne ein Like nach oben da lassen. Schreibt einen Kommentar, dass ihr das sehen wollt. Und freut euch auf Twilight Princess Randomizer. Thanks for playing. Wir sacken mal das Triforce ein. You must have cheated. It's not fair. The Triforce goes to the ugly beer. Ich find's geil, dass sie reimt. Wow, Kazooie, we got the Triforce. This is even better than that ice key. Meh. You see one gold shiny thing. And you see them all. The Triforce will grant any wish to the mortals who obtain it. Ah, schön. Also sie können sich jetzt was wünschen und die werden sich wahrscheinlich in ihre Welt zurückwünschen, ne? Very well, your wish shall be granted. Waho! Ah, der will ein HD-Remake haben. Und jetzt? Thanks for playing. Passiert was, wenn ich hier hinten runterjump? The end! Yo, ich kann weiterlaufen. Was passiert? Okay, wir starten neu. Damit ist dann das Game für mich vorbei. Liebe Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Projekt. Euer Zelda-Junge. Tschüssi!